Du siehst ja, wir sind ja Zwillinge. Naja, ich habe ein bisschen breitere Oberschenkel als du, ein Na, bisschen das Scooties. ist Das natürlich ist wieder übertrieben. Aber ich laufe auch übertrieben. nicht so gerne, Ich weißt bin du? ja auch schon jahrelang hier bei ARK unterwegs, weißt du? Ja, Da das hast du natürlich stimmt. auch solche Muskeln Hast du auch aufgebaut. Das dicke ist ja Beine, dann ist klar. richtig. So. Können wir uns wieder anziehen. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Es fühlt Na sich gerade dann. so luftig an. Dann muss ich los. Mach's gut. Ja, sicher nicht, dass ich hier runterspringe, mir was trinken und schlage Ja, mal hart vergiss unten das. auf, ne? Ja. Los mit dir. Herzlich willkommen zurück zu Genesis Part 2. Hier mit überraschenderweise Floki und dem Smitty. So, Bude ist ja schon prima. Ja, ne? Wir fliegen immer noch irgendwie. Irgendwie sind wir immer noch ab. Coole Sache, aber Hier Holz reingelegt, habe ich gehört. ich habe ein bisschen Holz noch über gehabt, habe ich dir da reingelegt. Kannst du noch mal die andere Wand vielleicht bauen? Willst du mal gucken wegen einem Bettchen? Ach so, ja. Ja, ich hole noch ein bisschen Schwungholz, muss ich noch holen. So viel ist ja hier gar nicht mehr. Ja, Dann stimmt. gucke ich auch gleich mal wegen. Oh, ich verhungere. Bisschen Fleisch habe ich dir übergelassen. So bin ich ja gar nicht. Gucke ich auch gleich mal wegen dem Bettchen. So, Türen haben wir jetzt auch. Hinten raus lasse ich offen. Können wir mal sehen, was passiert. Ja. Und paar Wände jetzt oben drauf. Ich fliege mal. Ach, da oben, glaube ich, hin. Ich noch was bauen. Was fehlt mir denn? Holz, was auch sonst. Nee, Fasern, wa? Nee, Holz. Fasern hätte ich auch in die Kiste, ne? Diverse gelegt. Ich würde jetzt erstmal kurz gucken, dass wir vielleicht jeder ein Bettchen kriegen. Das hört sich gut an. Also, Leder habe ich, hast du reingelegt, ne? Leder habe ich. Ja, da habe ich auch nichts mehr in der Tasche. 48 sollte ja vielleicht schon reichen. Ja, sonst müssen wir noch mal runter zum Strand. Dodo holen. Ach, da ich gerade vom Dodo spreche, hier läuft eins vor mir. Ich höre hier auch ein. Erwischt. Weiß er doch. Es gab nochmal 20, guck mal an. Nur 8 bekommen. Oh Hast Mann. du mit der Axt auch abgebaut? Ja. Selbstverständlich. Dachte mir, ich frage mal lieber, man weiß ja nie. Also, wann ist meine Axt kaputt? Ach so. Was denn? Ah, da habe ich den Knall gehört. Zum Ja, allerersten Mal. wenn du natürlich eine Waffe in der Hand hast, dann geht es natürlich nicht. Oder Nee, eine nee, nee, nee. Axt oder so. So. Bett muss ich erstmal lernen. Fehlt denn jetzt? Tatsächlich schon wieder Holz? Alter. Ja. Man kommt hier nicht mit Escape aus den Engrammen raus. Das macht mich ja irre. Oh, Pfeil und Bogen können wir ja auch schon lang. Wie aus den Engrammen. Ich lerne hier gerade Engramme, wollte mit Escape wie immer. Jetzt ging's. Ich wollte sagen, geht doch. Eigentlich geht's.
Alles klar, man gewöhnt sich noch ein, ne? Leopleurodon. Ja. Was auch immer das für ein Vieh ist. Keine Ahnung, sagt mir auch null. Ja. Gut, allerdings hättest du mir jetzt gesagt, Strider, einfach so hätte ich auch gesagt, sagt mir null. Also du hast natürlich daher direkt alle Fasern in deine Tasche gestopft, ne? Nein, niemals. Nee, nee, ist klar, würdest du ja niemals tun. Richtig. Ja, warte, ich komm zurück. Nee, ich hole es, ich hole es. Und dann nicht. Ja, aber du hast so langsam, was ist denn hier los? Ich werde hier mal bewirtet. Was ist das für ein Tier? Und wie lange ist das hier so dunkel im Schnitt? Weiß ich nicht. Wir haben es erst 1.20 Uhr. Was ist denn das für ein Tier? Das ist der Smitty. Ich kann alles. Ich, ah ja. War also auch, wenn wir jetzt hier, weiß ich nicht, durch den Weltraum fliegen, dann ist das ja nicht so richtig Tag und Nacht. Oder ist das in der Kuppel Tag und Nacht? Quasi das ist eine gute Frage, aber da wir es ja auch erst uhrzeittechnisch 1.30 Uhr haben, ja, werden wir das erst sehen, wenn es quasi morgens wird. Ja. Aber es wurde auch sehr schnell dunkel, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Vielleicht haben wir da ja auch bei der Einstellung einen klitzekleinen Fehler gemacht. Dass es genau umgedreht sein muss. Achso. Oh. Jetzt los, wir halten an. Ja, scheinen wir dann zu halten. Jetzt sind wir beim anderen Planeten. Das ist ja anders. Ob man da auch irgendwie drauf kann? Das wäre der... Oh, shit. Weiß ich nicht, aber war nicht irgendwas, hat sie nicht am Anfang irgendwas gesagt, von wegen, dass sie durch dieses Weltall irren, um irgendwie einen Planeten zu suchen, ja, da hinkannst? Ja, neu besiedelt werden muss, ne? Ja, ja, irgendwie sowas. Deswegen wird wahrscheinlich immer mal geflogen zwischendurch. Ja. Gut. Das ist halt sie. Ist ja quasi Arc 2 Content, ne? Da soll man ja dann den neuen Planeten, den wir jetzt quasi suchen, dann besiedeln, so ach, wie ich ja das verstanden habe. Oh, das ist natürlich cool. Also wird man jetzt wahrscheinlich eher noch nicht so auf den Planeten. Aber wahrscheinlich nicht. Wir haben ja genug Ring hier zu erkunden und genug Rockwells zu verprügeln. Also von daher, wie wir die Zeit hier schon rum, bis wir einen neuen Planeten gefunden haben. Ich befürchte auch. So, das haben wir schon mal Wände. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Dächers und dann haben wir es. Ah ja. Die sollte ich aber auch lernen, wenn wir diese bauen können. Meistens hilft es. Was machen denn die Betten? Ja, ich sammle gerade immer noch an den Fasern rum, weil du ja. Also, ich hier in der Kiste liegen noch, weil ich weiß gar nicht, was du hast. Warte mal. Gleich hier einen Raketenwerfer rausziehe, dann mache ich deine Hütte erstmal zum kleinen Holz. Du weißt, dass meine Hütte auch deine Hütte ist. Ja, leider ja. Also, 80 liegen in der Kiste drin, ich weiß. Ich komme jetzt mal ins Betten. Das Gejammere immer am Ende nimmt. So, wenn's. Ich hier gerne mal erstmal alles erkunden würde, aber. Und auch gerne erstmal irgendwas bauen. Jetzt habe ich auch wieder einen komischen Sound. Jetzt habe ich wieder voll Wasserfall. Ja, irgendwie stimmt was mit dem Sound noch nicht ganz, ne? Ja. Das denke ich mal, wird da wahrscheinlich. Ich habe auch gar keinen Wasserfall-Sound hier, egal wo ich bin. Okay. Aber wenn du schon Wasserfall-Sound hast, dann stimmt irgendwas nicht. Dann liegt es nicht Gott sei Dank an mir. Oder was auch immer das sein soll, irgendwas rauscht. Ich hab nichts rauschen. Okay. Aber gut, ich höre ja auch nicht alles, also. So, Bettchen? Das wäre mal nicht schlecht. Kostet wie viel Leder? 16. Soll ich gleich zwei machen, ja? Ich hab noch 20 in der Tasche, wenn du brauchst. Schmeiß ich die hier rein, wenn du brauchst. Aber ja, mach gleich zwei. Oh, nee, kostet 40. Können wir uns, glaube ich, gar nicht. 20 liegen noch in da drin jetzt. Okay. Ich brauch Holz. Da hinten ist noch ein Wald. Nee, reicht nicht. Mal erst brauchen wir ein Bett. Wie brauchst du denn zum Teufel? 40 für eins. Wie viel haben wir denn? 36 jetzt noch. Also ein Bett habe ich, kann ich bauen, aber. Dann geh doch mal kurz zum Strand und. Eins. Mach nochmal ein kleines Massaker bei den Dodos. Außerdem brauchen wir eh Fleisch. Direkt hier am Abgrund mache ich das Bett jetzt hin. Sehr gut. Und was ist hier im Weg? Das Lagerfeuer. Also wenn du nach zur falschen Seite aufstehst, bist du direkt wach. Ja, für 10 Sekunden danach. Ah, nee, ja, du hast so die Tech-Rüstung und da passiert dir da nichts. Ja, also stimmt. Von daher ist es gar nicht schlimm. Nee. So. Massaker am Strand, jawohl, mach ich. Tja. Irgendwas Leckeres, was ich schnell mal wegatmen kann. Ach so. Was denn? Da fällt mir doch gerade ein.
Oben waren natürlich auch relativ viele Megaloceros. Bräuchte man dann mal eine Bola, wird sich aber wahrscheinlich lohnen. Dass wir wegen Holzfarmen auch unter anderem mit dem was ist dein Hauptziel? Mein Hauptziel wäre, ein paar Bolas zu machen und das dann aus dem wieder, das Leder aus dem wieder rauszuprügeln, weißt du? Ja. Also, mach ich glaube ich lieber erstmal. Dann bräuchten wir aber auch ein bisschen was Kämpferisches mehr, weil mit Axt brauchen wir nicht auf den losgehen. Ja, ich habe mir schon Speere gebaut. Ich habe die ersten Speere schon wieder durchgebaut. Achso, ich habe einen Speer, habe ich doch gar nicht. Ja, natürlich nicht, warum nicht? Was ist das? Was jault hier so komisch? Das bin ich wahrscheinlich nicht. Was ist das für ein Tier? Das ist der Floki. Achso, einen Bogen können wir natürlich auch bauen, ne? Fasern und Holz habe ich. Bogen. Und dann machen wir ein paar Bögens und. Direkt 6 Pfeile kann ich bauen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Das ist ja schon mal für jeden 3. Ist die Hälfte doch schon mal gesichert. Oh Gott, brauche ich aber viel Holz. Wir können Feuersteine haben. Wo hast du denn deine Feuersteine? Und die habe ich noch in der Tasche, selbstverständlich. Ich dachte, die brauche ich unterwegs mal. Jetzt brauche ich wieder welche. Nee, brauche ich nicht. Doch, für die Axt. Deswegen habe ich sie noch in der Tasche, wenn ich reparieren muss. Und ich hatte auch nur 8 oder so, also übermäßig viel hätte ich nicht. Soll ich welche mitbringen noch? 3 über Nacht. Feuersteine brauche ich gerade ein paar, ja. Ich habe hier noch einen Stein. Warte, ich kurz zurückkommen. Das erste erstmal. Dann bringe ich dir welche mit. Ich kann noch schnell. Ja, gut. Jetzt gleich zurückkommen. Zack, hier eben nochmal um Stein rum. Hier ist auch gleich ein Paran, das bietet sich schon mal an. Warte nur ein bisschen, bis der Stein hier weg ist. Ich nehme noch einmal Holz mit und dann komme ich. Oh, da knallt wieder durch die Luft. Ja, komplett verkackt. Da bin ich jetzt. Ich schmeiß den in die Kiste. Ja. Boah. Wenn du den Sprung drauf hast, musst du tatsächlich rechtzeitig mal abbremsen, sonst fliegst du wie ich gerade erstmal 50 Meter über die Hütte hinaus. Ah, ja, Tatsache. Das ist schon, man hat noch einen guten Nachschub, ne? Mal wieder ein bisschen eingewöhnen ans Tech-Zeug. Ja. Aber ich finde es cool, dass sie dir das mal eben so für umsonst in Anführungszeichen zur Verfügung stellen. Das ist eigentlich mal ganz nice, tatsächlich. Das ist natürlich eine sehr schwache Rüstung, ne? Also, hat die nicht mal 100? Im Krieg kannst du damit nicht gewinnen. Das ist die Rüstung 20, tatsächlich. Das ist natürlich nicht die beste. Egal, aber Tech für ohne Element nutzen. Ja, auf jeden Fall. Perfekt. Ich hab Durst. Ja, auch eigentlich. Wie ist denn hier die Wasserleitung? Wasserleitung. Ich stülp mir erstmal ein paar Beeren rein. Du kannst auch einfach unten so Wasser fliegen, weißt du? Dann hast du die Möglichkeit zu fliegen und dann. Nee, jetzt kommen erstmal hier. Nimmt er die Bären, ey. Bogen habe ich da schon drin. Hört sich gut an. Ich habe hier auch gleich das Dach fertig. Also eigentlich ist die Hütte auch gleich soweit. Wieso kann ich denn jetzt wieder nur 11 Pfeile bauen? Jetzt habe ich keinen Strom mehr. Ach, warte, ich kann dir jetzt die Feuersteine aber reinschmeißen. Oh. Das erste Stroh brauche ich leider selber, sonst würde ich es dir auch abgeben. Dann hole ich nochmal was. Zwei? Zwei, glaube ich, noch. 2 Decken, dann haben wir es schon. Was brauche ich denn dafür? Wahrscheinlich Holz, was auch sonst. Wenn was fehlt, ist es doch Holz. Habe ich jetzt mal was getrunken? Hilfe! Oh mein Gott. Irgendwas hat mich angeschnaubt. Solange es sich nur anschnaubt, ist ja gut. Wenn du die Zähne siehst, dann ist es nicht so gut. Regnet das? Ja. Jetzt gehe ich runter, um was zu trinken. Regnet es erstmal. Verarscht mich schon wieder, Smitty. Was soll das? Weiß ich nicht, frage ich mich allerdings, wo der Regen herkommt hier, wie man. Aber gut. Ja, Sprinkleranlage da in den Querstreben. Erinnert mich ein bisschen an die eine Serie hier. War das, gab's auch sowas, so ein extra Welt unter der Welt. Ah ja. Mit eigenem Ökosystem. Wird wahrscheinlich hier dann ähnlich sein. Ja. So. Oh. Achso, Oviraptor. So,
So, Holzdecker, zwei Stück noch. Jo, kann ich herstellen. Dann komme ich mal wieder zurück. Wenn du baust, kannst du auch nicht fliegen, du. Nö, na gut. Das ist wieder Monsieur Strider. Direkt unter die Unterführung geteilt. Wo wir darauf gebaut haben. Ich brauche noch ein bisschen Übung, du. Das kannst du sogar hier reinfliegen, wenn du es schaffst. Direkt. Der Knaller. Gib mir nochmal 8 Fleisch, oder brauchst du gerade was? Nö, gönn dir mal. Ich hab noch ein bisschen. Da bin ich ja Gönndalf, ne? Nicht schlecht. So, Bogen nehme ich mir mal. Verdorbenes Fleisch dazu. Sieht aus mit Pfeilen? Hast du da auch schon was vorbereitet? Selbstverständlich. Vorrangend. So. Erstmal auf mein Ausdauerlevel gebracht, wie sich das gehört. Ich hätte dann 39 Pfeile für jeden erstmal. Ich könnte die Wasserleitung tatsächlich bauen. Bin da soweit. Oh, was habe ich denn hier? Nee, das ganze Holz rein wollte ich jetzt eigentlich auch nicht. Ich habe mein restliches Holz, das ich überhaupt erstmal ins Feuer geknallt. Bolas? Was soll denn das schon wieder? Ich frage nur danach, ob du gerade welche über hast. Wenn ich bin, es ist also in Arbeit. Zwei Stück kann ich bauen. Da musst du vielleicht mal ein paar Fasern besorgen. Und das kriege ich doch hin. Weil die sind eher faserintensiv. Nee, Sonne geht jetzt wieder auf, siehst du? Egal wo. Also ich weiß nicht, wenn wir fliegen, keine Ahnung, ob wir nur nachts fliegen, aber ja. Sonne geht hier jetzt wieder auf. Aber diese Nacht war schon sehr lang. Die Nacht war relativ lang. Achso. Was denn? Pfeil und Bogen schon dabei? Ja, habe ich schon eingesteckt. Dann würde ich ja direkt, ich habe schon 4 Bolas, habe ich. Mal hier Parama Bolan. Ja, können wir machen. Du schießt immer schnell ein drittes Auge. Wo bist du denn? Ja, hinter dir. Beim Parama. Ach da, okay. I'm ready. Bitte mal Bolan. Dann direkt gemein, wie wir sind. Ich habe keine Schadensanzeige. Ah, stimmt, hatte ich ausgestellt. Oder nicht eingestellt, sagen wir mal so. Ein R-Parasauer ist es. Warum denn R? Rockwell? Das ist eine gute Frage. Nur 32 Fleisch und 36 Leder. Reicht denn für ein Bett? Wir können hier noch einen so einen Megalocerus auch noch wegmachen. Ja, klar. Dann haben wir, glaube ich, genug für das zweite Bett und nochmal ordentlich einen Schwung Bolas für jeden. Oh, jetzt soll ich den Busch, der in der Luft schwebt. Ja. Also irgendwie noch nicht so ganz. Ein paar Verbesserungen könnten wahrscheinlich noch kommen. So. Ich glaube, der reicht schon. Ne? Pfeile hätte ich gerne wieder, aber die sind anscheinend weg. Haben wir auch gleich Pelz? Kann ich dir eine schöne Mütze machen? Brauche ich auch unbedingt. Ich find's besser. Wie siehst du eigentlich aus? Ich, in deiner Rüstung sehe ich das gar nicht. Zieh dich mal aus. Ja, stimmt. Du hast ja, kann ich da selbstverständlich. Stattlich. Also, die Random, das tat mich ganz gut. Du siehst ja, wir sind ja Zwillinge. Naja, ich habe ein bisschen breitere Oberschenkel als du. Ein bisschen das ist natürlich wieder übertrieben.
Aber ich laufe auch nicht so gerne. Ich bin ja auch schon jahrelang hier bei ARK unterwegs, weißt du? Da ja, hast du natürlich auch solche Muskeln da aufgebaut. Hast du dicke Beine, ja, dann ist klar. Richtig. So. Okay, können wir uns wieder anziehen? Nee, jetzt will ich nicht mehr. Das fühlt sich gerade so luftig an. Dann muss ich los, mach's gut. Ja, sicher, sicher nicht, dass ich hier runterspringe, mir was trinken und schlage ja, mal hart unten auf. Ja. Aber ich hab die, haben wir die Ansicht auch? Das war doch eh, oder nicht? Mit dem Helm? Das war aber eh da passiert irgendwie ja nichts. Nee, eh passiert nichts. Und nicht gedrückt halten, da schaltet er nicht um. Aber Sauerstoff unter Wasser haben wir ja, glaube ich, ne? Ja. Schuhe funktionieren ja eigentlich auch. Hose habe ich noch nie ausprobiert. Was war denn mit? Nee, doch, Hose ist aus Rennen, oder nicht? Ja. Ja, also eigentlich bis auf die Nachtsicht läuft alles. Hast du Hose schon getestet? Wie? Naja gut, wenn du läufst, ist das nicht das hier, dieser Sprint hier? Nee, das ist der Sprint, ja. Ja, siehst du hier? Ja, 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 gut. Geht ja. Oh. Oh, ist das Schweiler wieder. Wo kommt der denn her? Warte, was hat denn der für ein Level? Oh mein Gott, ist der riesig. Oh, halt. 76. Der ist echt riesig. Den will ich haben, unbedingt. Na klar. Wer nicht? Ich bin auf ihm gelandet. So, auf der strahlt dich gleich weg. Use Mute Eagle in last slot to initiate hacking. Wen? Required Mute Eagle. Keine Ahnung. Mutagel. Um es mal so auszuschauen. Mutagel. 0 von 25 Missionen. Ach. 0 von 16 von diesen Dingern und dann brauchst du 0 von 25 Missionen. Musst du aber wohl abgeschlossen haben, bevor du ihn anscheinend hacken kannst. Ah, dann musst du dich reinhacken in das Ding. Musst du dich reinhacken. Aber er nimmt mich mit gerade, ne? Ja, ich will auch mal gucken. Ich komme nochmal angeflogen. Komm mal drauf hier. Schmalen Schrittes. Jetzt wieder schnell fliege, schieße ich wieder viel zu weit über das Ziel hinaus. Oh mein Gott. Use? Ja, Mutagel. Required Mutagel 0 von 16 und 25 Missionen. Ja. Wahrscheinlich verdienst du mit den Missionen irgendwie was und dann. Oder du kannst es abfahren. Vielleicht ist auch eine Ressource, das weiß ich natürlich nicht. Und du als mal gucken. Strider-Flüsterer kannst du mir jetzt auch einfach sagen, wo er lang soll. Ja, der springt hier gleich runter, glaube ich. Ist ja nicht schlimm, uns passiert ja nichts. Wir könnten ihm auch einfach mal eine hauen. Aber ich habe Angst, dass er uns die Bude platt macht, falls ja, er, ich weiß noch nicht, was er so macht. Ja, nicht, dass er schießt und dann schießt er auf so ein Stück. Nicht mit drittes Auge, sondern. Nee, ist gut erstmal. So. Ich mache noch ein paar Bolas. Kannst du dir dann hier hoffentlich rausnehmen? Ich habe dir noch Fasern besorgt. Ah, sehr gut. Die bräune mir auch gerade. Habe ich doch besorgt. Was sag ich mit dem zweiten Bit? Achso, das willst du auch noch, ne? Das persönlich auch noch, ja. Ja, dann brauche ich mehr Fasern. Noch mehr? Natürlich. Alter, wir brauchen noch ein bisschen Holz. Das Feuerrausch nicht mehr. Die Holz ja, ist hier in der Kiste. Sonst schmeißt er was ins Lagerfeuer. Ich besorg dir die Fasern. Ja, ich schmeiß mal was ins Lagerfeuer. Müssen wir gleich auch noch ein bisschen Fleisch besorgen. Aber ich würde mal ganz... Hier nebenan ist doch so ein Eingang hier. Was für ein Eingang? Hier so ein Durchgang hier, so ein... Daher, da, ja, das meinst du da hinten, wo diese Struktur... Ja, warte, ich hol dir Fasern, dann können wir... Kannst du noch ein paar Bolas machen, dann können wir meinetwegen... Was brauche ich denn eigentlich... Ja. Was brauche ich denn eigentlich für einen Speer? Für einen Speer brauchst du Feuerstein, Holz und noch was. Fasern oder Stroh, ich weiß nicht genau. Feuer nochmal einen fertig, mal bevor wir losziehen. So, da habe ich 5 Bolas für dich in der Kiste. Sehr gut, sehr gut. Ich hole Fasern für dich ohne Ende. Ja, sehr gespannt. Ja, okay, sie werden schon ein Ende haben. Ich habe ja noch keine. Ja, alles gut. Wie heißen sie denn? Ich habe den Namen vergessen von denen, die so gut Fasern holen können, weißt du? Terrizino. Der Terrizino, ja. Der Terrizino. Sauer. 80 Stroh. Oh. 40 Leder. Komm mal ganz kurz weg. Oh nein, jetzt meine Spitzhacke nicht gemacht.
Was haben wir? Feuerstein brauche ich auch, hast du gesagt. So. Müsste erstmal einen Stein finden. Was bin ich schon fast an dem Durchgang? Aber gut, nicht schlimm. Oh ne. In Gierklutsch, vergiss es, da gehe ich nicht hin. Da kloppt mir wieder alles. Ja, kommt schon. Er macht dich nackig. Dann locke ich ihm mal die Klippe runter, ne? Komm zu mir, ja. Komm. Komm, ja, hier bin ich, komm. Noch ein bisschen? Ja, brav. So, dann kannst Kleiner. Du auch nur einen Bären auf den Müll packen, da kannst du ihn direkt wegziehen. Wenn du möchtest. Ich bin einfach unten in die unten zum Wasser runtergeschmissen. Ja, gut zu mir, ne? Ist klar. Du kennst dich doch aus mit denen. Ja, den stehe ich auch direkt noch auf Kriegsfuß immer. So. Der Herr. Oh, ich habe den Baum gefällt mit meiner Fliegerei. Einfach durchgeflogen. Ist er umgekippt. Gibt's Fasern oder nicht? Nö. Ja, kleinen Moment bitte. So. Zumindest nochmal ein zweites Bett kriegen. Guck nochmal kurz in den die Struktur da rein. Ja, warte. Ich komme. Und dann wird's auch tatsächlich so sein, dass, wenn ich das richtig sehe, die Folge am Sonntag kommt. Das sieht so aus, ja. Ja. Und wir dann heute Abend um 18 Uhr auf Twitch auch mal eine Runde streamen. Richtig. Wenn noch jetzt seinen Namen dazu raushaust, dann wissen das die Leute auch, wo sie dich finden können. Ja, selbstverständlich. Werde ich zum einen verlinken auf jeden Fall. Und wenn ihr wollt, dann schaut doch mal auf dem Discord rein. Da poste ich nämlich solche Sachen dann auch immer, wann Streams stattfinden oder wann neue Folgen kommen. Und bei Floki Let's Play müsst ihr mal schauen auf Twitch. Da geht's rund mit Ark Genesis in der Multiplayer-Runde. Habt ihr Fasern reingeschmissen? Wunderbar, dann gibt's jetzt auch ein Bett. Sehr gut. Richtig, und ja, ne, bei mir gibt's dann quasi die Folgen aus meiner Sicht dann immer zu sehen. Mhm. Also Artikelbeschreibung, da steht alles drin. Also, das knall ich direkt daneben. So, ich habe drei Speere. Scheiße, natürlich nicht. Verdammt. Naja, wo denn gibt's hier denn? Du hast drei Speere, ja, okay. Dann können wir mal losziehen. Pfeil und Bogen ist ja. Ja, so ein Speer ist auch nicht schlecht. Ah, hier, deine Bolas liegen hier noch drin. Oh ja, die sollte ich vielleicht mitnehmen. Ich kann sogar noch ein paar bauen jetzt. Auf die Schnelle und ich mach mir auch nochmal. So, dann können wir nochmal los. Und lasse ich mal alles hier, was wir nicht brauchen. Holz, Stein, Stroh und den ganzen Kram. Ja. Nehmen wir nochmal ein paar Stückchen Fleisch. Leg mir das Fleisch aber auf eine andere Leiste und steck mir mal 5 Bären in die Tasche, wenn wir so einen Gierklutsch begegnen. Das sind wir wieder ausgeraubt. Hier, ja, Maissamen? Ne, brauchen wir wahrscheinlich noch, ne? Brauchen wir wahrscheinlich noch. Ein Mejo-Bären oder so am besten auf der. Hammer-Bären, komm. Ah ne, Mejo-Bären können wir aber wegziehen gleich, ne? Ja. Recht, wenn er sie klaut, ist nicht so schlimm. 18 lege ich mal drauf, alles klar. Dann können wir rein theoretisch los. Lass ich den Rest mal alles hier. Bis auf Pfeile und Speere. Mal gucken, mal schneller kurz mal einmal rein, ne, wenn wir neugierig sind. Okay, nichts Gefährliches hier? Oh, nee. Ach, da bist du. Hier ist wieder Onkel Medin. Den will ich haben. Hatte ich in Passiv-CM zusehen. Hier hat er vorhin schon was gestanden. Da hätte dann was gestanden. Den musst du bestimmt K.O. prügeln. Meine. Ne? Ja, ja, betäuben. Was für ein abgedrehtes Vieh mit seinem Entenschnabel, ey, mal ehrlich. Was ist hier? Hast du deine Gärtnerei ausgelebt hier in der Mitte oder was? Ja, hab ich ein bisschen was gepflanzt. So ein bisschen Galli, aber sonst. Achso, mit Shift fließt du einfach nur dann vor und rückwärts, ne?
Ja. Aber sehr langsam. Ja, gut, das ist halt, ne? Nur der Schwebemodus ein bisschen. Aber kannst du wenigstens bessere Übersicht. Ja, das stimmt. Vielleicht werden wir von irgendwas einfach weggegrillt, weil wir nur nicht hier sein sollten. Wahrscheinlich. Guck mal rechts. Siehst du das da? Ja. Wollen wir mal gucken, was das ist. Das sind Moshops. Ich meine, der das hier vorne direkt. Du bist weg? Nein! Wo bist du? Ich bin weg. Wo bist du denn hin? Ich bin unten. Unten? Oh, so eine Scheiße. Ich kann auch nicht mehr zurück, wie es aussieht. Also ich habe jetzt gedacht, ich wäre direkt jetzt unter der Plattform. Aber bist du nicht? Wo bist du denn? Doch, könnte sein, aber ich kann nicht mehr hoch. Wo bist du denn map-technisch? Also ich bin ungefähr mittig hier bei mir. Roundabout. Ja, ich auch. Okay, dann bist du wahrscheinlich wirklich nur unter mir. Ja. Aber ich sehe, immer nur gucken, ob ich dich irgendwie sehe. Ich flieg mal runter. Wir kommen mal mit. Dann komme ich mit, warte. Oder flieg runter, ist egal. Nee, jetzt komme ich mit. Jetzt habe ich umgedreht. Kommt man an der gleichen Stelle raus? Na gut, die Pfeile zeigen wir nach unten, ne? Also. Ja, ja. Ach, hallo. Das macht ja einen Krach. Ah. Du Dröhner. Glaubt, wir waren. Nee. Unter der Plattform, hätte ich jetzt auch gedacht. Ja, ja, oder? Hier kommst du nicht wieder zurück? Nee, ich bin da 10-mal drüber gelaufen. Tschüss. Ich bin wieder oben. An derselben Stelle exakt. Was hat dieser verkackte Teleporter gegen. Ah, jetzt geht's. Der war doch kaputt. Der Verstopfung gehabt. Stimmt, du warst ganz, ganz unten. Wenn ich da, weil da drüben müsste die Stelle gewesen sein, wenn du hochfliegst. Wo ist gewesen, ne? Wo wir unten waren, okay. Na gut, kommst du leichter nach unten und nach oben, ist natürlich auch nicht schlecht. Ja. Gerade mit Tieren und so, ne? Ich meine, wenn du selber fliegen kannst, das andere sagen. Mit Tieren ist natürlich cool. Musst du nur mehr hier noch drunter, ja. Ja, ja. Okay. Ich würde sagen, zu viel machen wir jetzt auch nicht. Dann nehmen wir die anderen beiden Jungs dann lieber auch nochmal mit, hier zu erkunden. Lass uns schon mal durch die Reihe da zurück hier. Rechts. Schon recht. Links. Recht weit. Links? Ja. Links, da ist wieder ein Durchgang, da können wir wieder zurück, dann sind wir einmal kurz im kleinen Kreis. Oh. Mich schwer gestoßen an dem Ding. Aber Metall oder was ist was in die Richtung? Hast du auch noch gar nicht gesehen, ne? Hab ich noch nicht gesehen. Was ist denn da für eine Family, die hier lang gewatschelt kommt? Das sah eben cool aus. Zu viert? Das ist ein Schaf. Nee. Ein Ovis. Wo denn? Komm. Hier bei der Familie. Kam da lang spaziert, als wenn die einen Ausflug gemacht hätten, Dani. Jetzt trennen sie sich auch, und weil wir bekommen sie bestimmt. Du willst jetzt direkt dich wieder unbeliebt machen hier bei unseren Zuschauern. Das hat halt Hammel, was willst du machen? Ja, hast du recht. Also ich bin da, ne? Direkt dabei. Es ist resistent gegen meine Pfeile. Jetzt. Oh, jetzt dreht's ab. Aufpassen, dass du den Stegosaurus nicht anschießt. Ja, oh Gott. Wie viel frisst es? Wie viel nimmt es? Jetzt hast du es. Schlachte es. Ich bin eher für Spitzhacke. Ich weiß es nicht. Wir haben natürlich keinen Kühlschrank, ne? Aber wir können Räucherschrank, glaube ich, schon bauen. Wir müssen direkt einen Räucherschrank noch eben bauen. Jo, mache ich wirklich schnell. 18 war da, glaube ich, ne? Sowieso. Das passt. Ja, Räucherkammer. Gab's da? Doch, da gab's eine. Aber wenn wir sehen müssen, was mitnehmen, das Hammel können wir gut zum Zähmen gebrauchen. Aber. Wer weiß, wie viel es hier gibt, ne? 20 Fasern, 30 Holz, Stein und Schrot. Theoretisch müsste das alles in der Kiste bei uns zu Hause liegen, also. Das ist weg. Luft aufgelöst. Ach, scheiße. Ja, das Sound klingt auch ein bisschen merkwürdig, wenn ich so schnell renne hier. Das ist echt nicht so schön. Okay. Mach ich noch eins. Okay, dann gibt es doch ein paar mehr. Aber das sollten wir dann vielleicht leben lassen.
Ja, dann lassen wir das mal leben, weil hier ist auch jetzt nichts Gefährliches an der Klippe. Dann würde ich sagen, direkt nach Hause, wir stopfen das Hammel ins Kühlfach. Und dann machen wir trotzdem erstmal Schluss für die Folge, ne? Jo. Dann schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr haltet von Genesis, dem zweiten Teil. Die meisten von euch zocken es ja mit Sicherheit auch. Würde mich mal sehr interessieren. Tauschen wir uns doch einfach mal ein bisschen aus. Ah, sehr schön. So. Haben wir das noch? Stein, Fasern, Holz, Stroh. War das alles, was ich bräuchte? Ja, kann ich herstellen. Achso, wir haben natürlich noch nichts zum kleinen Zündpulver. Das müssen wir nochmal schnell machen. Ne? Ja, das machen wir. Stopfen wir noch schnell hin. Aber alles klar. Ja, gut, dann kann ich hier unter die Treppe noch bauen, halbwegs. Ja, kann ich. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Oh, das ist natürlich schlecht platziert. Muss leider mal neu setzen. Dann wahrscheinlich sogar schon zu viert, nehme ich an. Sehe ich schon aus. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ne? Daumen da lassen und abonnieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao. Tschüss, macht's gut. Ich wollte nicht zugeben, dass ich nicht mehr weiß, wo unsere Base ist. Das ist doch nicht so schwer. Ja, eigentlich nicht, scheiße. Ich mach mich schnell vom Acker. Macht's gut, tschüss. Ciao.